Freunde. Herzlich willkommen zum neuen Video bei Johannes Trojan. Ich habe jetzt hier eine kleine Sache für euch vorbereitet. Und zwar ist es ja Winter, es ist draußen kalt, man kann eigentlich so gut wie gar nichts machen. Und dann haben wir uns halt gedacht, beziehungsweise ich mir gedacht, wir machen jetzt einmal so einen kleinen Service. Wir fetten alle Fettnippel ab. Dann kümmern wir uns darum, dass einmal hier der Luftfilter ausgeblasen wird. Den muss man ja nicht jedes Mal neu machen, sondern man kann ihn auch erstmal einmal auspusten und nochmal verwenden. Ist gar kein Problem. Und dann haben wir hier noch so ein Gitter, hier vom Kühler, das wir dann auch einfach mal abblasen, weil wie ihr seht, das ist ganz schön verdreckt. So, das sind jetzt erstmal so die Aufgaben, die wir jetzt erstmal vorhaben zu erledigen. Ja, Freunde, bleibt gern dran und schaut uns zu. So Leute, jetzt füllen wir erstmal das Scheibenwischwasser hinten auf. Das ist einfach auch eine wichtige Sache, dass ihr im Winter auch schön Frostschutz mit dazu gebt, weil euch sonst die Leitungen einfrieren und platzen. Und das hat halt im Sommer den Nachteil, dass ihr alle Leitungen erneuern müsst. Und das wollen wir nicht, deswegen machen wir das jetzt erstmal. By bit to all of this, bit.
So, wir haben jetzt Schritt 1, den Luftfilter reinigen, und Schritt 2, das Kühlergitter reinigen, erledigt. Jetzt kommen wir zum Abfetten. Das ist immer eine sehr wichtige Sache und auch eine Sache, die vielleicht viele Leute vernachlässigen. Und ich möchte ganz kurz ein Beispiel erklären. Wenn jetzt zum Beispiel in der Achse unten die Schmierung nicht erfolgt und dort Metall auf Metall reibt, kann es zu Spänen kommen oder zu starkem Verschleiß der Achse unten oder dem Achsgelenk. Und das führt halt zu Schäden, die wir nicht haben wollen. Und deswegen ist immer wichtig, die Maschine so gut wie es geht und so oft wie es geht zu schmieren. Denn Schmierung ist generell sehr wichtig. Deswegen schaut doch auch bei eurer Maschine gerne mal zu Hause nach. Auch wenn ihr nur einen kleinen Schlepper habt oder einen riesigen Schlepper, das ist noch wichtiger, dass einfach dort die Schmierung erfolgt. Es gibt auch Maschinen, wo es schon eine automatische Schmierung gibt. Das ist auch sehr praktisch. Aber auch da mal kontrollieren, ob die Fettnippel noch frei sitzen oder ob überhaupt eine Schmierung erfolgt. Das ist immer ganz wichtig. Ich will es nicht auf Prediger machen, sondern ist einfach generell wichtig, um die Lebensdauer der Maschine länger zu erhalten. Freunde, das war's mal wieder mit einem Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann lasst doch jetzt gerne mal auf kostenloser Ehrenamtbasis ein Abo da. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Was haben wir eigentlich so heute gemacht? Wir haben den Luftfilter einmal komplett ausgepustet, damit wir ihn nochmal benutzen können, weil man muss ihn ja nicht jedes Mal erneuern. Dann haben wir einmal vom Kühler das Gitter da, also dieses Filtergitter, auch einmal gereinigt, damit das Ganze einfach wieder frisch ist. Ihr habt es gesehen, hier ist nochmal vorher, nachher. Zeige ich euch gleich nochmal. Wir haben den ganzen Trecker abgefettet. Beim Abfetten haben wir jetzt nicht alles gefilmt, weil ihr wisst ja, wie Abfetten funktioniert. Wer es noch nicht weiß, ich habe dazu mal ein Video gemacht. Checkt das gerne mal aus. Und ja, wie gesagt, Leute, das haben wir heute gemacht. Eine Sache machen wir jetzt noch schnell, und zwar Lichtkontrolle. Das ist immer mal ganz wichtig, dass man guckt, ob alles geht. Und das machen wir jetzt noch.